10 Jahre ist der Chester und ich habe noch nie die Zähne putzt oder sonst irgendwas gemacht. Und er hat keinen Zahnstein. Ich habe noch nie irgendwie OP gemacht oder Zahnreinigung oder sowas. Also ich denke mal, bei der Fütterung habe ich was richtig gemacht. Bei beiden Hunden. So, das ist von Stiftung Warentest. Man muss da auch vorsichtig sein, aber das ist wirklich was, was ich bestätigen kann. Ja, was die da aufzeigen. Es ist eine Katastrophe, was da für ein Klumper drinnen ist. Wie wichtig es ist, dass man schaut, dass das ein gesundes Essen ist, auch die Leckerchen, ja. Das zeigt mir jetzt die kleine Pause, die ich habe, die jetzt 16 Cent verloren hat, ja. Also alles, was so gefärbt ist, ist kann nicht gesund sein, ja. Das heißt, es ist nicht zum Kaufen, ja. Und auch bei sowas muss man aufpassen, die Beilagen lesen, ja. Ist das ein zusammengesetzter Keks, so wie da, mit Getreide und was weiß ich was allen, ja. Oder ist es ein getrocknetes, was ich, Lunge getrocknet, ja. Das ist ein zusammenpampfter Keks. Ah, das da. Das ist nicht natürlich. Ja. Das, keine Ahnung, was das ist, aber es ist auf jeden Fall nicht natürlich. Ah, das da ist zusammengepampft. Ja. Da ist Erbsenstärke dabei, ja, Rinderhaut, Zuckerzusatz. Ja. Also überall, wo Zucker ist, das ist alles ein Schmarrn. Und ungesund bis zum Gehtnimmer. Ja. Alles nichts Natürliches. Schaut hübsch aus, aber ist nichts Natürliches. Ah, das alles lauter Klumpert. Ja? Lauter Klumpert. Und das ist auch kein Originaluhr, sondern irgendwas Zahnbampftes. Ja? Geht gar nicht. Und sind keine Vegetarier. Alles für Hugo. So, das ist getrockneter Fisch. Das ist ein gutes Leckerchen. Ja? Das da ist schon wieder irgendeine Pampe, zusammenpumpt. Ja? Das ist schon wieder alles nicht so gebrochen. Ja. Das da ist schon wieder Schmoren. Ja? Wenn da Plus steht, heißt das nicht, dass das gut ist. Ja? Weil da ist Stäbchen mit Lachs und Huhn. Ja? Das sind zwei verschiedene Tiergruppen. Das heißt, das ist irgendwie zusammengepumpt mit irgendeiner Stärke. Also sprich Erbsengetreide oder sonst was. Nichts was Gesundes auf jeden Fall. Alles, was in Würfeln ist, ist wahrscheinlich ein Schatz, ja, weil die Würfeln werden so nicht ausgeschnitten, sondern die werden zusammenpampft. In dem Fall wieder mit Fructooligase, also mit Fruchtzucker, wieso auch immer, ja. Pflanzlichen Nebenerzeugnissen heißt Mieses, pflanzliches Eiweiß, das was überbleibt in der Produktion für menschliche Ernährung. Ja. Nicht zu verwenden. Ja. Ah, diese Taler und das Ganze. So, das ist nicht am deutlichsten, nicht? Da sieht man das einfach aufgeschnittene Brust. Passt da. Besser geht's nicht. So, von dem bin ich ganz begeistert eigentlich. Oder begeistert, finde ich es sehr in Ordnung. Ja, bitte. Die machen scheinbar süchtig, ja. Das ist Fleisch mit Hanf. Und der Kundin hat mir auf das aufmerksam gemacht und ihr Hund hat das gekriegt und ist dann eingeschlafen danach. Was sie sagt, das hat es vorher noch nie gehabt. Ich habe das dann im Chester gegeben. Ich habe jetzt nicht merken können, aber ich habe ihm auch nicht so viel gegeben. Sie hat ihm so ein riesiges, es gibt so eine Stangerlform und sie hat so ein riesiges Stangerl gegeben und es ist aber auch nur so ein kleiner Hund wie sie. Und das war wahrscheinlich eine Überdosis, aber er hat gut geschlafen. Und es wird schmecken. Also die Hunde essen es gern. Das kann ich auch empfehlen. Was für ein Chester ein Happen ist, ja, dieses Ding da. Ist für so einen kleinen Hund eine Mahlzeit. Das ist für einen Tag für so einen kleinen Hund eine Mahlzeit. Ja. Das heißt, wer so eine ganze Brust gibt, ja, braucht den Hund an dem Tag nichts anderes mehr füttern. Ja. So, getrocknet ist es einfach am gesündesten, ja, hat keine Nebenstoffe. Und getrocknete Lunge hat den Vorteil, die kann man gut brechen. Ne. Da kann man kleinere Stücke draus machen für die Kleinen. Und größere für die Trocken. Der Nachteil von der Lunge ist, die bröselt halt sehr und wenn die da reinbeißen, dann hast du die ganzen Bröseln am Boden. Das heißt, es bietet sich an, das im Garten oder Terrasse oder sonst wo zu machen. Das gibt es im Übrigen auch beim
Merkur. In großen Säcken. Zack. Zack. So, da steht 100% Ente. Ja. Wenn man es aber umdreht, ja, dann sieht man, dass da nur, wo steht es, 93% Entenfleisch drin ist. Das heißt, das ist keine aufgeschnittene Brust, sondern das ist irgendeine Pampe, die getrocknet wurde und dann in kleine Stäbchen geschnitten worden ist. Ja. Also man muss wirklich die Zutaten schauen. Ja. So, alles was getrocknet ist, heißt, dem ist die Flüssigkeit entzogen worden. Ja. Das heißt, wenn das in den Magen kommt, fängt das an, die Flüssigkeit aufzusaugen vom Magen. Das heißt, immer schön Wasser zur Verfügung stellen. Ja. Das heißt aber auch nochmal, das ist keine Hauptspeise, ja, diese ganzen Leckersgeschichten, sondern das ist ein Leckerchen. Einmal am Tag gibt es ein kleines Stückchen. Je nach Größe ist dieses Stück halt dann anzupassen.